So, im zweiten Rennen wird es sogar theoretisch noch einfacher. Knut auf Nummer 10. Ich kann wieder lenken. So irritierend immer. Wieso kann ich manchmal selber lenken? Ah, das ist schon mal im zweiten Rennen, gell? Komischerweise. Im zweiten Rennen kann ich selber lenken. Irgendwie ein bisschen komisch eigentlich, oder? Dass ich da lenken kann und in anderen Rennen nicht. So, diesmal 11 Runden. Okay. Auch eine Menge. Vor allem, wenn ich mir überlege, was vorher war. Also im letzten Part, im letzten Rennen. Da war ja schon nach 3-4 Runden war es eigentlich klar, dass ich Erster bin. Und jetzt sollen wir einmal 11 Runden machen. Okay, ja. Der Boxenstopp wird ein bisschen durchmischeln, aber theoretisch muss ich am Ende ja eh dann wieder auf meiner Endposition sein. Wenn alle einmal durch die Boxengasse durch sind. So, wir haben auch schon wieder eine Sekunde. Also Frosch im Hals. Eine Sekunde haben wir schon. Aber ich denke, ich werde gleich in der nächsten Runde rausgerufen. Einmal zur Box. Bisschen spät. Hat aber noch geklappt. Ja, damit habe ich sie sogar nur wieder ein bisschen abgehängt. Wieder hier Zeit gut gemacht. So, wo muss ich da dann eigentlich nachher rein? Hier rüber und dann gleich hier rechts, gell? Okay. Damit ich gleich Bescheid weiß. Weißt du, was haben wir für Reifen dran? Links vorne ist rot. Ja, 2,5 Sekunden schon. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, da können wir nachher vielleicht ein paar überholen. Ich weiß nicht, in den anderen paar Rennen habe ich es jetzt nicht immer geschafft, mit anderen zu überholen. Aber hier habe ich dann vielleicht sogar ein gutes Gefühl. Aber schauen wir mal, je nachdem wie groß die Lücken sind. Je nachdem kann man schauen, wie es wird. So, wann kommt's? Kam nicht immer bei Sektor 1 eigentlich die Meldung mit in die Box reingehen? Dann war es bei Sektor 2. Schau mal. Ich meine jetzt schon, dass ich jetzt rein muss. War bis jetzt eigentlich immer so. So, hier haben wir den zweiten Sektor. Ja, das könnte reichen. Schau mal. Wir fahren durch. Ups. Ja, einmal in die Box. Eine Warnung, weil ich die Strecke geschnitten habe. Also, was war da jetzt geschnitten? Das war ganz sicher nicht geschnitten. Hallo? Schaut mal auf meine Zeiten. Die haben sich dadurch nicht verbessert. So, ich bin am Überlegen eigentlich, theoretisch. Groß tanken müssen wir nicht mal. Ich habe, glaube ich, mit 58 oder so angefangen. Also theoretisch wird mir das reichen. Na, mal ein bisschen was mit. Nicht, dass wir am Schluss nochmal rein müssen. Das wäre ja jetzt auch nicht so toll. Alle überholen mich. Also, das war ein langer Boxenstopp, weil es auch eine lange Boxengasse ist. Aber wie gesagt, das müssen natürlich alle machen. Jo, okay. Hey, hinter mir schauen kann ich jetzt gar nicht. Hier ist noch einer. Kommt nochmal einer. Und nochmal einer. Also richtig viele mit mir in der Box. Nochmal einer. Okay. Der eine ist hinter mir, sonst wäre ich jetzt 24. Okay.
So, es kann weitergehen. Platz 20. Alter, 24 Sekunden nach vorne. Okay, da kann ich noch keinen überholen. Müssen wir mal in die nächste Runde reinschauen, wie es da dann aussieht. Mit hier einmal... ja, wenn neue aus der Box rauskommen. Wieso habe ich jetzt wieder 52 hier unten? Ich hab gar nicht nachgetankt. Die Sau. Gibt's gar nicht. Alter, jetzt wurde so gemacht, dass hier, dass er bei mir getankt hat und in echt hat das in den Kanister rein und klaut's wohl, oder? So ein Schlingel. Wenn ich wegen dir liegen bleib, dann kriegst du noch eine Dusche heute Abend. So, nach hinten haben wir 3 bis 4 Sekunden. Ja, das ist ganz okay eigentlich. Das heißt, vorher sollte der nicht so gefährlich werden. Vor allem, ich weiß nicht mal, wer hinter mir ist. Ja, okay. Daniela Fortuna. Hallöchen. Okay, gar nicht gewusst, dass Frauen mitfahren. Ja, trotzdem sagt mir jetzt nichts, ob die jetzt, wie sie, sag ich mal, von der Platzierung her ist. Ich meine, derzeit Platz 21. Okay, aber so generell, was so eigentlich, wo sie sich, sag ich mal, rumtreibt. In welchem Gefilde. So, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht mit der Box. So, mal schauen, ob einer rausfährt. Ja, da fahren welche raus, aber oh, die kriege ich nicht. Also, die sind nicht vor mir draußen. Und die anderen sind wieder weiter weg. Und der hinter mir ist jetzt wohl näher dran dann. Ja, super. Schon wieder 24 Sekunden. Und 1 Minute 55. Ne, jetzt hat es richtig angezeigt. 1,6 circa nach hinten. Ja, ein bisschen näher dran. Aber damit können wir, denke ich mal, noch leben. Oh, der eine mit 24 ist schon mies. Jetzt wollte ich mal hier einen überholen. Obwohl ich ja rein theoretisch Platz 1 bin. Und jetzt kriege ich den nicht mal. Das kann es doch nicht sein, weil er so weit weg ist. Wow, 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 ganz ruhig. 1,5 Sekunden nach hinten reicht noch easy. So, hier sieht man gerade ein bisschen schön in die Boxengasse rein und so, aber ja, leider kann ich mich gerade nicht so ganz drauf konzentrieren. Ich muss ja schließlich ein Rennen fahren. So, ein paar sind wohl wieder drin. Natürlich. Der hinter mir geht ja auch nicht rein. Also die Zeit bleibt wohl. Oder einer fährt so gut raus, dass er die Zeit... Oder sich, sagen wir, zwischen rein drückt. Oh, nee, das ist nicht so. 1,48, schnellste Runde. Na, war schon mal besser. Knapp, 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 knapp. 21 Sekunden, ich hole auf. Aber der eine ist nicht mehr vor mir. Da ist sogar einer wirklich in die Box. Also der. Ah, der Jan Pfefferkorn oder so. Das heißt, der eine, wo immer vor mir war mit den 24 Sekunden, ist einmal in die Box rein. Und trotzdem habe ich aufgeholt. Oder er hat überholt. Kann ja natürlich auch sein. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gedacht. Hätte auch machen können. So, wir tasten uns langsam ran, aber das ist so eine Lücke. Ich glaube, das schaffe ich nicht, da einen zu überrunden. Das ist schon ein bisschen knifflig. So, 412.
Wieder ein bisschen schneller unterwegs wie die letzte Runde. Ja, ich war ja schon mal auf 1,46 irgendwas, also sind da noch gute 2 Sekunden eigentlich drin. Auch wenn ich jetzt nicht so genau weiß, wo ich die herholen soll. Ja, zum Beispiel von hier. So, ein paar Leute wieder in die Box rein. Dann sind wir einmal Platz... Einmal Platz 6. Und wieder die 24 Sekunden nach vorne. Ja, das mit dem Runden wird heute, glaube ich, nichts mehr. Ich sehe gar nicht mehr, wo die sind. So weit weg sind die. Ja, aber die müssen ja nachher eh in die Box rein. Oh, da vorne sieht man sie. Also auf der Minimap zumindest nur. Ein ganz schönes Stückchen voraus. Aber wir können ja winken, wenn wir an der Box vorbeifahren. Und die dann da drin sind. Wobei, dann ist ja erst die Hälfte von Rennen vorbei und alle waren schon in der Box drin eigentlich. Ich denke, deshalb gehen jetzt nur 2-3 raus und dann nächste Runde nochmal. Und dann wohl 3 Runden ist dann wohl die Box leer. So, oh ne, die 1-2 sind schon mal durch. Einer, oh, nur einer geht raus. Habe ich das gerade richtig gesehen? Jetzt jede Runde ein, oder wie? Damit es auch spannend bleibt. So, ich komme hier mal durch, gell? Komischerweise über das Grüne können wir rüberfahren. Ohne Probleme. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Weil da kann man da hinten eine Menge eigentlich abkürzen. Wobei ich jetzt... Ja, zeittechnisch auch nicht so viel besser war. War der Rest hat nichts... Was ist gerade irgendwie neblig? Scheint mir gerade so. Irgendwie kommt so ein leichter Nebel auf. Ist mir schon eine Runde davor gedacht. Sollen wir jetzt mal Licht einschalten oder wie? Könnten wir so Spaß mal machen. Wie geht das? Oh, das war... Das war falsch. So war es eingestellt, gell? So, einmal die Kurve. Nach oben? Ja, nach oben war es. Aber wie gesagt, das rote Licht, das stört so ein bisschen. Aber man sieht so ein bisschen vorne das Licht auf der Straße. Ja, let's go. Schöne Beleuchtung. Das hatten wir bis jetzt auch noch nie, so ein richtiges Nachtrennen. Finde ich auch ein bisschen komisch, warum es das groß nicht gibt. Würde, glaube ich, sicherlich ganz cool aussehen. Oh, wieder etwas sehr spät. So, ging da gerade einer in die Box rein, oder? Ich habe es nicht ganz gesehen. Der Dirk Dietrich. DD. Einmal vor uns. Ja, der ist in die Box rein. Der ist einmal reingegangen. Oh, vor lauter Nebel habe ich hier die Kurve nicht gesehen. Sorry, Leute. Aber ich bin trotzdem fast eine Sekunde langsamer wie... Alter, wie neblig es ist. Okay, Platz 2, der vor mir 36 Sekunden. Schauen wir so viel, oder? Alter, wie neblig ist das aber ist. Alter, wir sind jetzt im Part, was sind wir, 79, 80 oder so. Mein erstes Rennen, wo es eigentlich neblig ist. Wo ich mal richtig mit Scheinwerfer fahren kann. Und man sieht's. Hat ganz schön gedauert. Oh, die haben, glaube ich, auch die Strahler angemacht. Den einen habe ich gesehen. Ja, da sind ein paar an. Aber solange es nicht anfängt zu regnen,
War das gerade ein Donner oder war das von meinem Motor? Eine Fehlzündung. Hat sich gerade sehr seltsam angehört. Aber wenn es anfängt zu gewittern, wird es ja nicht unbedingt neblig. Deshalb war es gerade vom Motor oder vom Auspuff. Der wollte halt auch mal was sagen. So, oh, wieder, ja. In der einen Kurve komisch rausgekommen. Wollte ich es wieder ein bisschen ausgleichen, indem ich mehr Gas gebe, aber hat er gesehen, wie es funktioniert hat. So, ich jetzt endlich mal. Ups! Ups! Naja, bla bla bla. Ich bin nachher schon langsamer gefahren. Ja, der ist eigentlich noch nicht reingegangen. Der muss doch jetzt mal langsam in die Box rein. Der will nicht von allen überholt werden. Das ist wohl sein Ding. Aber theoretisch so viel Vorsprung, wie er hat, müsste ihm das doch sogar gut reichen. Dass er nicht von allen überholt wird. Ein paar wohl schon. Wobei die lange Boxengasse. Ja, braucht schon seine Zeit. Und dann fahren alle mit 250 oder mehr dran vorbei an der Box. Er muss erstmal wieder beschleunigen. Das kostet alles ganz schön Zeit. Aber eigentlich muss er noch rein. Kann nicht sein, dass er nicht rein muss. Oh, jetzt krieg ich wieder eine Warnung gleich, oder? Wegen Off-Track. Komisch, das war jetzt keiner. Ich war mit allen vier Reifen in der Wiese. Kein Off-Track. Seltsam, seltsam. Oh, jetzt geht er rein. Da geht er einmal rein. Aber ich fahre gerade irgendwie die letzten paar Runden ein bisschen komisch. Ist vom Nebel. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit der dann ist. 36 Sekunden wahrscheinlich schon einiges. Schauen wir mal. Ich denke, der müsste fast schon wieder rausfahren. Ah, nee, nicht ganz. Aber so ziemlich bald wieder. Ja, jetzt bewegt er sich wieder. Oh, okay, dann kann das schon noch so Platz 5 oder so werden. So, wieder einmal schön Platz 1. Gibt mir 3 Sekunden nix. Dann kommt einer. Ich weiß nicht mal, wer dann kommt. Also, welches Auto. Ich sehe es nicht mal. Kann es nicht mal erraten. Ja, ich würde mich interessieren, wer hinter mir ist. Aber wenn ich jetzt noch hingucke, dann baue ich noch einen Unfall oder bremse zu spät. Lalalala. Oh, was war das jetzt? Nicht ganz erkannt. Mach mal dein Licht an. Das sieht man kaum im Nebel. Ist das ein Audi oder nicht? Doch, ist ein Audi. War mir am Anfang nicht ganz so sicher, aber was soll es sonst sein? Rein so von der runden Form von vorne. Kann es ja nur der sein. Oh, ein bisschen zu früh Gas gegeben. Müssen wir auch mal so ein schönes Schildchen kaputt machen. Ah, jetzt kommt er aber noch ran hier. Wie war das mit 3 Sekunden? Hat er mir am Anfang von der Runde gesagt. Jetzt sind es ein bisschen mehr wie 1,5 Sekunden. So, wir gehen in die letzte Runde. Das sollten wir noch halten können. Kommt da die Sonne? Ja, einmal die Sonne noch ein bisschen durch. Ich habe schon gedacht, was strahlt da so? Bisschen kommt die Sonne wieder durch. Auch seltsam, Sonne und Nebel. So,
So, wie schaut's aus? Oh, er hat sich noch gehalten. Ein bisschen... Okay, ging noch. Schon gedacht, war auch wieder ein bisschen spät. So, auch wieder kein Off-Track. Aber egal. Soll mir recht sein. Also 11 Runden ziehen sich schon ein bisschen. Vor allem bei so einer Strecke auch. So, 1,5 Sekunden. Irgendwie sah das gerade aus, als er weiter weg war wie vorher. Aber die Zeit sagt was anderes. Jetzt kommt er noch näher ran. Ja, aber jetzt die letzten paar Kurven, da wird er nicht überholen. Da wollen wir den schon noch hinten halten können. Ja, ein bisschen Sand noch mit. Als Erinnerung. Jetzt geht's aber ab hier, ey. So, einen Moment. Muss so machen. Ui, es rutscht. Jetzt noch ein bisschen in die Wiese mit. Ein bisschen Nervenkitzel hier. Aber wie gesagt. Ja, aber er ist schon noch gut rangekommen. Anders gesagt, ich habe ihn gut ranlassen noch. So, auf der Tabelle sieht es, denke ich mal, relativ gut aus. Boah, lauter Bonuspunkte hier. Über hier gute Zeiten gemacht. Ja, so langsam haben wir einen richtigen Abstand. Knut war diesmal nicht so gut.